Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Fenster.com, die Nummer 1 für Fenster und Türen online. Kommen wir lieber mal zu unserem letzten Punkt, zu unserem letzten Thema Mercedes. Wie würde, bevor wir mal auf die Äußerungen, auf die Statements von Toto Wolff blicken, wie fällt so dein bisheriges Mercedes-Fazit aus, also nach 20 Rennen? Ja, am Anfang haben sie sich schwer getan, haben offenbar das falsche Konzept gewählt, haben sie mittlerweile ja auch zugegeben, dass sie da in die falsche Richtung abgebogen sind, mit dem sehr, sehr schmal taillierten Silberpfeil. Ja, dann natürlich auch das Porpoising-Thema, was sie ja extremst hatten. Das sah bis Mitte der Saison überhaupt nicht gut aus, aber sie haben sich jetzt gefangen, spricht für Mercedes, aber eigentlich hätte man da auch nichts anderes erwarten dürfen. Die Dauersieger der vergangenen Jahre geben sich nicht damit zufrieden, dass sie ein Auto haben, was gar nicht funktioniert. Und ich finde es sehr, sehr beachtenswert, dass sie da jetzt eigentlich zweitstärkste Kraft schon geworden sind hinter Red Bull, weil Ferrari, die kriegen es ja noch nicht mal hin. Also auch da hört man jetzt wahrscheinlich meine Ironie raus, überhaupt auf Platz 2 am Ende zu landen. Also Hut ab vor Mercedes, dass sie das da auch wieder geschafft haben. Aber wie gesagt, eigentlich ja, noch nicht. Ne? Also ja, der Konstrukteurswert noch nicht. Ich finde, auf der Strecke sind sie mittlerweile schon die Nummer 2. Und da würde ich absolut erstmal schon mal sagen, ja, Glückwunsch dazu, dass sie das so durchgezogen haben und geschafft haben. Und ob sie jetzt am Ende tatsächlich noch den zweiten WM-Rang holen oder nicht, das tut für mich da keinen Abbruch, dass ich das trotzdem lobend erwähnen will, wie gut Mercedes sich aus dieser misslichen Lage, in der sie über die Saison hinweg waren, tatsächlich befreit haben. Das ist ja angesprochen, wenn wir mal einen Blick auf die Konstrukteurs-WM mal werfen. Blick 40 Zähler Unterschied zwischen Mercedes und Ferrari, 487 zu 447 bei noch zwei ausstehenden Rennen. Da müsste bei Ferrari ja einiges schief laufen. Gut, gemessen an dem, was wir dieses Jahr gesehen haben, ist es ja nicht ausgeschlossen. Aber für Mercedes müsste es natürlich auch wiederum sehr gut laufen, also um eben diese 40 Punkte in Summe zu holen. Wir gucken mal auf die Äußerungen von Toto Wolff, denn man hat ja noch das große Ziel, bei den letzten verbleibenden zwei Rennen noch mindestens einen Sieg einzufahren. Und man würde sogar auch in Kauf nehmen, Platz 2 in der Konstrukteurs-WM, wenn man die Wahl hätte, die Qual der Wahl, darauf zu verzichten, wenn man im Gegenzug einen Sieg noch einfahren könnte, weil das wiederum, das hören wir auch gleich mal aus den Äußerungen Toto Wolffs raus, weil es einfach dann dem Team nochmal aufzeigt, dass die Entwicklung, die man über dieses Jahr gemacht hat, sich schlichtweg gelohnt haben. Gucken wir mal rein, was Toto Wolff gesagt hat, war folgendes. In unseren Simulationen hat das wie die beste Chance ausgesehen, gemeint ist eben das letzte Rennen in Mexiko. Also das ist ein bisschen bitter, aber wir werden uns bemühen. Das Wichtigste ist, dass wir das Auto weiterentwickeln fürs nächste Jahr. Aber dass man eben jetzt schon zweimal in Folge nur den zweiten Platz geholt hat, das nagt dann doch irgendwie an Mercedes, hört man auch aus folgendem Statement raus. Die Sache ist die, dass wir Rennfahrer sind und in dem Moment, in dem wir es vor uns sehen, wollen wir es einfach ergreifen. Daher gibt es immer ein Gefühl der Frustration. Und weiter, wir haben einen so langen Weg hinter uns und jetzt sind wir hier. Wir fahren um den Sieg, wir fahren mit beiden Autos ums Podium, die Ferraris sind hinter uns. Man muss also bescheiden bleiben und sich dessen bewusst sein, was wir erreicht haben, während wir immer noch nach den Sternen greifen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und da nochmal eben angesprochen zu diesem, dass man lieber einen Sieg hätte statt Platz 2 in der Konstrukteurswertung, sagte er, der Sieg wäre ein Beweis dafür, dass unser Auto wieder um Siege kämpfen kann. Platz 2 könnte auch bedeuten, dass die anderen es vermasselt haben und man einfach mehr Punkte geholt hat. Traust du Mercedes zu, dass man in den letzten Strecken, entweder in Sao Paulo oder in Abu Dhabi, noch einen Sieg einfährt? Also ich traue es Mercedes zu, definitiv weiterhin vor Ferrari zu bleiben. Ich traue es Mercedes zu, Red Bull herauszufordern. Max Verstappen aus eigener Kraft zu besiegen in dem Red Bull, das glaube ich nicht, dass sie das können. Dazu müsste Max entweder ein ganz schlechtes Rennen haben oder einen Motorwechsel und 10 Startplätze oder ein defektes Auto. Ansonsten glaube ich, ist Max sehr, sehr schwer zu schlagen bei den letzten beiden Rennen. Denn vergessen wir nicht, auch er will den Rekord weiter erhöhen von seinen 14 Siegen in einer Saison. Da will er bestimmt noch gerne 16 draus machen. Und ich finde einfach, diese Kombination Verstappen-Red Bull ist im Moment zu stark für jeden. Aber wenn es da irgendwelche Probleme gibt, dann sehe ich Mercedes direkt dahinter. Und auch
ja, mit der Chance, Perez im Red Bull durchaus zu schlagen. Die Ferrari, ja, Ferrari ist dieses Jahr mal wieder Ferrari und sie haben es halt wirklich hingekriegt, diesen zweiten Platz vom Speed her auf der Strecke tatsächlich an Mercedes abzugeben, wie ich gesagt habe. Deswegen glaube ich, dass das Mercedes durchaus das Potenzial hat, vor Ferrari zu bleiben, aber nicht vor Max Verstappen zu kommen. Der ist zu gut. Sagt übrigens auch gute Überleitung, nämlich Toto Wolff, eben zum Speed von Ferrari. Wir blicken mal drauf. Ja, denn Ferrari hatte zu Beginn der Saison das schnellste Auto. Vor ihnen ins Ziel zu kommen, wäre großartig. Aber wie gesagt, das ist nicht unsere Hauptpriorität. Die Hauptpriorität ist, das Auto zu verstehen und ein schnelles Auto auf der Strecke zu haben. Und genau der Punkt, weil du ja sagtest, Mercedes ist vor Ferrari, da ist Toto Wolff ein bisschen zurückhaltender und sagt nämlich, das würde ich nicht sagen, denn sie sind ein starkes Team und wir hatten jetzt ein paar starke Sonntage. Aber vielleicht hat uns diese Strecke geschmeichelt. Ich denke, nach Brasilien werden wir vielleicht ein besseres Bild haben, aber ich glaube nicht, dass sie plötzlich eine halbe Minute langsamer sind als wir. Was würdest du Toto Wolff entgegenbringen auf die Aussage von ihm? Ja, also na, entgegenbringen würde ich gar nicht so viel. Tatsächlich hat er ja recht, dass Ferrari in Mexiko unter der Höhenluft gelitten hat, sozusagen mit ihrem kleinen Turbolader konnten sie da nicht volle Power fahren. Das wird sie schon gebremst haben. Mich beeindruckt trotzdem der Speed, den Mercedes hat, wie sie sich da nach vorne gekämpft haben. Und ich ja, schätze da Mercedes einfach im Endspurt stärker ein als Ferrari. Und würde durchaus sagen, dass sie auf der Strecke vor Ferrari sind, wenn auch jetzt nicht eine halbe Minute, aber dass sie durchaus um den zweiten Platz hinter Max Verstappen gegen Ferrari kämpfen können. Und dieses ist man jetzt schneller als Ferrari, hat man sie auf der Strecke überholt oder nicht, das ist tatsächlich alles so immer ein bisschen strecken- und auch formabhängig. Aber überhaupt, dass Mercedes in der Lage ist, mittlerweile um Siege zu kämpfen, das zeigen ja auch diese Aussagen, dass sie enttäuscht waren, dass sie eben nur Zweiter waren. Das heißt ja, sie haben tatsächlich mit einem Sieg gerechnet oder mit der Möglichkeit eines Sieges gerechnet. Das zeigt auch, wie gut die mittlerweile sind. Denn am Anfang des Jahres war Mercedes wirklich im Niemandsland für die Ansprüche, die dieses Team hat. Der Dauersieger der letzten 7, 8 Jahre, dafür lief es ja gar nicht. Und das haben sie haben sich wirklich am eigenen Schopf da aus der Patsche gezogen. Und das muss man auch mal anerkennen. Und ich finde, Ferrari hat halt eher einen Schritt nach hinten gemacht, wenn man das bedenkt, dass Ferrari Anfang des Jahres eigentlich das schnellste Auto hatte und ja auch Red Bull Probleme hatte, damit zu kommen, Max Verstappen Probleme hatte, damit zu kommen. Dann hat sich Ferrari eher nach hinten entwickelt und Red Bull und Mercedes beide nach vorne. Sagt das übrigens nicht Norbert Haug, dass Mercedes da im Niemandsland war. Diese Diskussion, die hatten wir früher in unseren Analysen. Da war Norbert Haug immer sehr davon überzeugt, Mercedes wird zurückschlagen. Und er hat auch zum Teil recht, weil das muss man eben auch wirklich lassen. Aber na klar, in Norbert Haug, da steckt natürlich der alte Teamchef noch drin. Aber trotzdem auch immer schöne Sendung gewesen. Uns hat eine WhatsApp dazu noch erreicht, glaube ich, von André. Meiner Meinung nach hatte Mercedes in Mexiko eine Chance, weil weniger Luftwiderstand war. Ich denke, dass dieser Vorteil in Brasilien wieder weg ist. Dennoch muss man aber auch berücksichtigen, Lewis Hamilton kam 15 Sekunden nach Verstappen ins Ziel. Also jetzt auch nicht gerade, dass es jetzt ein enger Zweikampf war. Nee, nee, war kein enger Zweitkampf. Wie gesagt, das sage ich ja auch. Der Red Bull mit Max Verstappen ist für mich im Moment ja absolut in einer anderen Liga. Aber eigentlich ja schon seit Zandvoort zeigt Mercedes immer mal wieder, dass sie gut sind. Und die Strecke in Zandvoort, ich finde, die kann man fast so ein bisschen auch mit der in Brasilien vergleichen. Also ich rechne schon damit, dass die weiterhin diesen Sprung nach vorne schaffen oder konsolidieren können. Für Mercedes gilt es jetzt, auch sich selbst zu beweisen, dass das alles keine Zufallstreffer waren, sondern dass sie das Problem des Autos wirklich ausgemerzt haben. Darauf werden die sich konzentrieren und natürlich, sie wollen aber auch noch diesen Sieg, aber ja, da glaube ich halt, dass das ganz schwer wird gegen Max Verstappen in Höchstform. Ja, da muss schon irgendwas passieren. Ja, da hat ja auch Toto Wolff, da überspringen wir mal ein Statement und gehen mal aufs Letzte. Eben ist er gefragt worden, Brasilien oder Abu Dhabi, wo er die Chance am größten sei. Hat er gesagt, Brasilien eher so in der Mitte, Abu Dhabi nicht ganz so gut, weil wir auf den Geraden einfach zu viel verlieren.
Also jetzt auch nicht gerade gut, wobei man Toto Wolff in diesem Jahr eigentlich schon öfters erlebt hat, wie er ein bisschen tief gestapelt hat. Also jetzt nicht so dieses Selbstbewusstsein, wir fahren jetzt da alle in Grund und Boden. Da passt auch wiederum dieses Statement noch dazu, das vorletzte, was wir gerade mal übersprungen haben. Ich sehe das Glas immer halb leer. Es gibt also nichts, was man wirklich positiv sehen könnte. Red Bull hat 9-mal in Folge gewonnen. Es gibt also keinen Grund, vom zweiten und vierten Platz überwältigt zu sein. Wir haben einen langen Weg vor uns, um aufzuholen. Wir haben den Winter. Ich denke, wir machen eine gute Entwicklung am Auto. Einige der Dinge, die wir finden, könnten größere Schritte sein, als nur ein paar Stufen Abtrieb hinzuzufügen. Aber wir geben alles, was wir haben und noch mehr, um uns wieder in die Lage zu bringen, um die Meisterschaft zu kämpfen. Glaubst du, dass wir 2023 eher wieder so einen Zweikampf haben werden zwischen Red Bull und Mercedes als einen Dreikampf? Ich glaube, wir werden mindestens einen Zweikampf haben zwischen Red Bull und Mercedes. Und ich hoffe sehr stark, dass Ferrari doch auch diesen Anschluss wieder schafft und dass wir dann vielleicht mal einen Dreikampf der drei Top-Teams haben. Vielleicht sogar einen Vierkampf, wenn Alpine oder McLaren, je nachdem, schafft, sich da ein bisschen einzumischen. Also ich würde gerne mal wieder mindestens sechs Fahrer haben, die siegfähig sind. Ich traue es Mercedes zu. Ich kann mir auch vorstellen, dass Ferrari es schafft, über Winter den Anschluss zu behalten, wiederherzustellen. Wobei nach wie vor trotz allem auch ich Red Bull als sehr, sehr stark einschätze. Gut, nun sind sie ein bisschen beschnitten worden bei den Stunden im Windkanal aufgrund des Budget Caps. Das kann natürlich dafür sorgen, dass tatsächlich Mercedes und Ferrari ein bisschen bessere Chancen haben. Aber irgendwie habe ich auch mal so dieses Gefühl des Déjà-vus mit den vier WM-Titeln von Sebastian Vettel im Red Bull. Das macht Max Verstappen jetzt nach. Und ich bin einfach nach wie vor ja, beeindruckt, wie stark der Max dieses Jahr ist. Und das wird in den nächsten Jahren sehr, sehr schwer, da Gegner zu finden, die ihn überhaupt schlagen können. Weil der wird natürlich auch mit jedem Sieg selbstbewusster, weiß noch mehr, was er kann. Und also das wird eine Messlatte sein im nächsten Jahr. Wenn natürlich Red Bull auch mal versagt beim Autobau, wird es gefährlich, aber auch das sehe ich im Moment nicht so richtig, weil sich da wieder so ein Dreamteam gefunden hat mit Max Verstappen, Adrian Newey. Also es wird schwierig, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ja. Letzten beiden Fragen für heute Abend. Glaubst du, dass Ferrari aus seinen Fehlern 2022 lernt und dass auch im nächsten Jahr der Teamchef noch Mattia Binotto heißt? Ja, ich glaube, der Teamchef wird noch Mattia Binotto heißen, weil wenn man ihn hätte austauschen wollen, hätte man das jetzt schon gemacht. Da gab es seit Jahren diverse Gründe, warum man das hätte tun sollen, aber er sitzt noch da. Also glaube ich, dass er einen sehr, sehr starken Fürsprecher innerhalb von Ferrari hat oder dass man sich bei Ferrari gar nicht so sehr für die Formel 1 interessiert, als dass man sich da eine Baustelle aufmacht. Denn es gibt ja jetzt auch nicht unbedingt ja, jemanden, der sich da aufdrängt als Nachfolger, also zumindest keiner, der mir bekannt wäre. Ja, also insofern glaube ich, dass Laurent Binotto. Mackies wäre doch ein schöner Kandidat, oder? Der doch jetzt Ja, Laurent Binotto Mackies. Ja, vertreten hat. nur weil er jetzt ein paar Mal den Teamchef ersetzt hat an der Strecke und auch ganz nette Interviews gibt, weiß ich nicht, ob er ein guter Teamchef für Ferrari wäre. Für Es mich. fehlt halt ein Sean Todd, muss man ehrlicherweise Ja, einfach ich sagen, wollte gerade oder? sagen, dieses Dreamteam Jean Todt, Ross Brawn, das gibt es im Moment halt nicht. Und ja, solange da, ach, ich will da jetzt nicht gegen die Italiener sprechen, aber solange zu viele Italiener da am Ruder sind, wird das Grande Casino auch bleiben. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.